der 73-Jährige in der Bundesliga einst Cheftrainer des 1. FC Köln und von Hansa Rostock erhielt den Ehrenpreis bei einem Festakt in Grafenbruch anlässlich der Abschlussveranstaltung des 64. Fußballlehrerlehrgangs. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin sehr vielen Menschen dankbar, denn ich weiß, dass ich in meinem Leben und in meiner Laufbahn auch abhängig war vom Vertrauen und vom Wohlwollen anderer, sagte Rute Möller, der durch seine legendäre Anweisung „Mach et Otze" im DFB-Pokal-Halbfinale 1991 zwischen Köln und dem MSV Duisburg Berühmtheit erlangt. Hatte, natürlich bin ich auch ein bisschen stolz, vor allem wenn ich mir anschaue, welche Persönlichkeiten vor mir den Preis erhalten haben. Vor Rute Möller hatte der DFB Detmar Kramer, Udo Lattek, Gerobi Sanz, Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld und Bernd Schröder mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Rute Möller hatte den Fußballlehrerlehrgang von 2000 bis 2007 geleitet. Erich Rute Möller hat über Jahrzehnte an vielen Stellen erfolgreich für den deutschen Fußball gewirkt. Sein Anteil am Triumph bei der EM 1996 in England. Als Assistent von Bundestrainer Bertie Vogts lässt sich kaum überschätzen, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel, im Ausland war er ein herausragender Botschafter Deutschlands, im Inland war und ist er gefragt als Impuls und Ratgeber.